Willkommen, Leute. Es geht weiter mit Hanwell. Hatte ich in der letzten Folge nicht... Hä? Wieso bin ich wieder bei der Power Station? Wieso tut er das Spiel nicht abspeichern? Ich muss jetzt mal gucken, wo ich genau hin muss. Bitte rauszoomen. Also... Bei der Power Station bin ich. Geht das nicht noch mehr raus? Oh, scheiße. In der Power Station war ich ja schon. So. Jetzt müssen wir. Der Schule waren wir auch schon. Warum wird das noch angezeigt? Uns fehlt noch ein letzter Teil von der Karte. Was ist das eigentlich hier? Sieht aus wie eine Tankstelle oder so. Gefängnis? Hä? Aber diese Orte sind rot. Kirche? Ne, die ist nicht rot, die ist grün. Ja, keine Ahnung, wo waren wir denn noch nicht? Wo muss ich noch hin? Wie gesagt, ein Teil fehlt noch. Hier ist noch so eine magische Kugel oder was das ist. Ah, sogar die Objekte werden angezeigt. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich noch hin muss. Wie gesagt, in der Schule waren wir schon. Einkaufszentrum, also Supermarkt, da waren wir auch noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Supermarkt. Aber das ist ganz oben, Alter. Scheiße. Das heißt, ich muss bis ganz... Jetzt gehe ich runter und dann nach links, von mir aus gesehen. Taschenlampe funktioniert hoffentlich permanent hier. Dann nehme ich lieber den Golfschläger, der hat mehr Reichweite. Aber mir wäre natürlich diese Axt lieber. Ich glaube, die Taschenlampe geht wieder aus. Baseballschläger. Wie gesagt, eine Axt wäre besser. Hier ist der... Ja, hier ist Sackgasse. Dead End. Monster höre ich wieder, ja. Also ich muss genau überlegen, wo ich schon war. Ich habe jetzt 5 Teile von 6. Alter, nicht schon wieder.
so doof. Erstens das Timing. Zweitens biebt die sich immer hinter mich, vor mich. Scheiße, Alter. So, wo bin ich jetzt überhaupt? Da. Komme ich hier überhaupt weiter? Ich gucke jetzt erstmal. Ne, ich komme hier nicht weiter. Das ist genau der gleiche Fehler, den ich vorher gemacht habe. Ich muss einfach nur hier rein und die Straße immer weiter geradeaus, bis ich zur Schule komme. Okay. Nochmal zurück. Vielleicht soll ich doch den Golfschläger nehmen. Der hat nämlich eine höhere Reichweite. Sense. Könnte sogar das Vieh sein. Abspeichern, sehr gut. Also muss ich immer so einen Automaten finden, damit er einfach abspeichert. Sonst beginne ich immer wieder am letzten Punkt, bei dem ich war. So, aber ich muss heute nochmal überlegen. Ich habe 5 von 6 Kartenstücke. Nee, nicht schon wieder, Alter, verpiss dich. Schon wieder dieser komische Nebel, Alter. Schule, also Universität, Gefängnis, Villa, Kirche, sind 4. Das 5. war Elektrizitätswerk. So, was fehlt eigentlich nur noch? Wie gesagt, das Supermarkt. Guck ich mal kurz. Es geht weiter hoch. Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Für ein Haus? Keine Ahnung. Und hier, das mit der Pfeife? Keine Ahnung. Da war ich auch noch nicht. Oder ist das die Villa? Könnte die Villa sein. Und hier oben ist der Supermarkt. Das heißt, wir sind ganz in der Nähe. Dieser blöde Nebel schon wieder hinter mir. Soll sich verpissen. Foster's Bar. Da kann ich sogar mit Sichel rein? Okidoki. Graham Foster. Foster's Bar. Aber hier liegt nichts rum, also schon hier. Ah, Junge, da kommt schon wieder ein Monster. Garantiert kommt hier unten was. Thank you.
Gut, sind über drei Spinnen. Kann ich wieder raus hier. So, gut. Was bedeuten überhaupt diese Dinger? Ich mach das mal. Keyring. Boah, diese Artefakte unten. Ich habe erst 3 von 15. Krass. Ich weiß immer nicht, ob die überhaupt was bringen. Keine Ahnung. Abspeichern. Sehr gut. So. Jetzt bin ich da. Da vorne ist das komische Gebäude mit dem mit der Pfeife oder was das ist. Ich denke mal, das ist eine Pfeife. Vielleicht ein Tabakladen oder so. Ein Tabak Store. Oder ein Tabakko Store. Ist das hier? Oh, krass. This building is protected, you cannot... Oh, nee. Soll ich jetzt wirklich wegwerfen wieder? Scheiße. Hallo? Geh mal rein. Jetzt kommt die Hand nicht mehr, das sagen wir mich verarschen. Jetzt. Komischer Look von dieser Wohnung. Meine Waffe wird auch weg sein, wenn ich rausgehe. Leider. Aber so ein Apartment ist eigentlich schon geil, ne? Überlege, dass wir in Deutschland bei uns so Häuser haben mit vielen Zimmern. Gerade wenn man alleine lebt, wäre so ein riesiges Apartment, also ein großer Raum, wäre geil. Könnte man sich schön aufteilen. Wird auch viel besser aussehen, als wenn das jetzt ein Zimmer unterteilt wäre mit Wänden und sowas. Oh, eine hübsche Dame. She's breathing. Die lebt noch. Schön an den Hintern fassen hier. So, okay. Was ist das? Keine Ahnung, Alter. Wozu bin ich jetzt hier reingekommen? Was für ein Geräusch. Sag nicht, dass da jemand im Raum ist. Dann ist sie weg. Laptop ist noch da, Tasche ist noch da. Tabletten, Kosmetik. Scheiße, wo ist die jetzt hin, Alter? Einfach verschwunden. Was? Jetzt
bin nackt. Alter. Wieso hat die Wohnung abgeschlossen, Alter? Wo finde ich den Schlüssel jetzt, Alter? Alter, Alter, Alter. Verstehe ich nicht. Super. Wenn das Ding abgeschlossen ist, wie komme ich jetzt hier raus? Ich sehe hier nirgendwo einen Schlüssel oder so. Den Schrank kann ich auch nicht öffnen. Das ist ja doof, Alter. Wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin nur nie reingekommen. Ist doch ein Witz. Keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Alter! Mich hat jemand K.O. geschlagen. Hallo? Krass. Einfach K.O. geschlagen. Zack. Also war es eine Falle. Oh, ich war in der Nähe von dem Gebäude. Jetzt muss ich wieder... Oh nee. Nochmal bitte. I really don't want to hurt you, so please stay the fuck out of my house. Toll, Alter. Ja, schön. Wo bin ich? Littlewood. Aha. Ah, ich bin in der Nähe. Alter, wieso hat die mich K.O. geschlagen, Alter? Was ist das für eine Scheiße, ey? Ich hab keine Waffe, Alter. Yeah.
jetzt bin ich wieder hier vor dem Haus. Dann bleiben wir einfach aus dem Haus draußen, weil das bringt mir gar nichts. Da ist zwar so ein Objekt, aber mehr ist da auch nicht. Also scheiß drauf. Kann mich mal. So. Hier rein. Entweder hier oder im Supermarkt müsste der andere Teil von der Karte sein. Alter, wie sieht das doch hier aus, ey? Resident Evil mäßig. Geile Schwerter. Junge. Ein Billardraum. Was ist das? Oh! Was ist das? Okay. Wie aktiviere ich das jetzt? Ja, keine Ahnung. Das ist einfach automatisch jetzt oder so? Oder? Ah, die Taschenlampe ist aus, verdammt. Fängt die wieder gut an. Ja, ohne Taschenlampe komme ich hier nicht weiter, also. Müssen wir warten, bis die Taschenlampe wieder fit ist. Gucken wir uns ein bisschen die Bilder an. Was hat er da auf dem Tisch? Was ist das? Geschenke oder was? Gold, Silber, irgend sowas. Hm? Der Adel ist doch schon lächerlich, finde ich. Ich kann euch auch sagen, warum ich so denke. Früher hat man Kriege geführt, einfach so. Und der Stärkere, der gewonnen hat und alles eingenommen hat, der hat sich selbst zum König gekrönt. Oder in manchen Völkern wurden die halt zu Königen oder zu Oberhäupter gekrönt. Und das hat sich dann von Blutlinie zu Blutlinie weiter vererbt. Wenn man so sieht, sind alle Adelige von früher eigentlich Verbrecher zum größten Teil, weil die einfach Kriege geführt haben, haben alles platt gemacht und geplündert und geklaut. Der Reichtum ist immer nur von den Opfern gewesen oder weil man Leute ausgebeutet hat. Das ist der sogenannte Adel.
Genauso Menschen wie wir auch. So, jetzt geht das Ding wieder. Okay, und gibt es noch zwei Türen oder so oder drei, die ich noch aufschließen muss? Das sieht aber für mich aus wie ein normales Gebäude. Das sieht für mich nicht aus wie so ein Ort, wo ich den nächsten Teil von der Karte finde. UV-Licht anschalten. Keine Ahnung. Oder geht, wie gesagt, geht es automatisch? Nicht rein. Könnte auch irgendwo ein Hebel sein, für in den Raum zu kommen. Gut, gehe ich wieder raus. Dann speichere ich das Spiel nochmal ab hier. Wäre auch schön, wenn ich mal eine Waffe finde. Ja, toll. Sehr schön. Ohne Waffe wird es schlecht. So, zeig mal her. Hier geht's zum Supermarkt. Perfekt. Oh, ein Baseballschläger. Ah, den kann ich nicht mal nehmen, Alter. Scheiße. Oh, sehr schön. Cool. Die erste Batterie, die ich hier finde. Aber das war's auch schon wieder. Auch keine Karte. Wo finde ich die Karte? Also ein Stück von der Karte.
Scheiße, kommt jemand. Da ist er. Da ist das Vieh. So. Das war auch nichts hier. Ansonsten weiß ich nicht, wo ich hingehen soll. Keine Ahnung jetzt. Hier ist nochmal ein Supermarkt. Ah, im Krankenhaus auch noch nicht, glaube ich. Hospital. Oh shit, da müssen wir auch noch hin. Ins Hospital, genau. Wo bin ich jetzt genau? Hier. Das heißt, es ist gleich ums Eck. Nach rechts, geradeaus. Dann wieder geradeaus. Also wieder rechts, geradeaus. Dann gleich. Ach, okay, komm, was sonst. Erstmal ab. Hier sind noch zwei Häuser. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Hospital ist hier. Okay. Oder ich laufe geradeaus, bis ich dahin komme. Und dann laufe ich so quer rüber. Schon wieder jemand. Kein Bock. Das ist wieder ein fremdes Haus. So, ich geh jetzt aber mal hier hin. Komm ich hier rüber? Natürlich kann ich hier nicht rüberlaufen. Alter, leck mich. Warum kann ich hier nicht rüberspringen? Was ist das hier? Market Square, schon wieder ein Supermarkt. Oh. Zwei Stück, so viel. Noch eins. So, gut. Geradeaus und dann nach links. Nee. Geradeaus. Okay, dann muss ich das ganz große Gebäude laufen und dann nach links. Aber ich klappe das, ey. Wenn das Vieh kommt, muss ich sofort abhauen, weil... Oder vorne ist sowas im Abspeicher. Wenn es mich einmal gefunden hat, dann komme ich nicht mehr weg.
Hospital, ja, komm. Wo war das andere Haus nochmal? Da vorne. Okay. Können wir natürlich auch erstmal hingehen zu dem Haus. Hospital ist ja direkt auf der anderen Seite, also gehen wir jetzt erstmal hier rein. Natürlich wieder ohne Waffen. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das UV-Licht da benutze. Schon wieder hier sein. Boah, Mist, viel Blödes. Oh. Ich glaube, hier ist das letzte, wenn wir das letzte Stück von der Karte finden. Das heißt, wir werden es beenden jetzt, Leute. Ich habe jetzt mal die Schnauze voll erstmal. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil dann. Tun wir mal das ganze Krankenhaus hier auf den Kopf stellen, ne? Okay, Leute, bis zum nächsten Teil.